Meine Damen und Herren, Cities Skyline 2, wunderschönen guten Abend euch allen hier. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben dieses Monster an Parkhaus hier hingesetzt. Ich lasse die Zeit mal schneller laufen. Dreifache Geschwindigkeit. Mal schauen, ob hier Leute parken wollen. Bei $30. Ein Mensch, ein Fahrzeug steht da drin. Ein Fahrzeug. Eines bislang. Meint ihr, das eine Fahrzeug kann die 130.000 einspielen hier? Okay, ich gehe mal runter auf 20. Kein Schwein parkt hier. Ein Fahrzeug steht hier drin. Zwei. Wir werden reich. Zwei Fahrzeuge. Ich gehe mal runter auf 15. Drei Fahrzeuge. Vier. Wir warten mal ab. Wir lassen es mal durchlaufen, gehen nachher nochmal gucken. Da ist das fünfte. Wir bauen derzeit noch ein bisschen weiter und gehen nachher nochmal gucken. Habt ihr Lust auf eine schnelle Kanalwette? Wie viele, Matze, magst du mal eine ganz schnelle Kanalwette machen? Wie viele Fahrzeuge werden, sagen wir mal, um 11:30 hören wir auf. Jetzt haben wir 10:55. Wie viele Fahrzeuge werden dort drin stehen um 23:30 Uhr? Und ich sage Ihnen jetzt nicht, in welchen Spielgeschwindigkeit spielen, wie oft ich pausiere. Ich verändere auch nicht nochmal die Gebühren. Wie viele Fahrzeuge werden da drin stehen um 23:30 Uhr und mal so verschiedene. Also ich war es maximal 400 und Apps und dann so ein paar Stufen. Lieber Matze, ja? Bitte mal eine schnelle Kanalwette. Bullenkarma-Punkte, sinnlos investieren bitte. Einverstanden? Und ich zwinge mich nicht gucken zu gehen, obwohl ich mega neugierig bin und wir bauen noch ein paar Parkplätze irgendwo anders hin, wo wir das Gefühl haben, alles ist zugeparkt. Hier zum Beispiel. Hier können wir einen hinsetzen, einen kleinen. Und ich mache auf einfacher Geschwindigkeit im Augenblick. Ein kleiner bitte. Passt hier nicht rein? Hier unten, da können wir sicher einen hinsetzen. Das sollte eigentlich klappen hier. Hoffe ich. Wenn nicht, dann doof. Ja, einen mittleren. Zehner Parkgebühren, Unterhaltskosten 3.000. Ich hoffe, das läuft. Ich hoffe, der wird angenommen. Matze, bist du noch da? Matthias, machst du das oder kein Bock oder nicht mehr da? Hallo Matze, Chatmod Matze, ruf mal bitte alle Matze in den Chat rein. Schreib mal bitte alle Matze rein und winkt ihm zu. Bitte alle mal Matze posten und ein Wink-Emote, ob er uns hört. Bitte alle mal Matze rein posten in den Chat. Im Ernst. Wir müssen unseren Chatmod wiederfinden. Da ist die, da ist es. Kanalpunktevorhersage. Wie viele Fahrzeuge stehen im Parkturm um 23:30 Uhr? Und dann hören wir auch auf hier. Das ist das große Finale. 1 bis 20, 20 bis 80, 80 bis 120, also über 80 bis 120, über 120 bis 200 und so weiter. Bis 416.
Oh, ihr könnt eure Kanalpunkte investieren in ein bisschen Glücksspiel, meine Damen und Herren. Ja? Die Kanalpunkte könnt ihr wiederum, das ist wie beim Roulette in Wiesbaden bei Matze, käuflich erwerben. Alternativ könnt ihr auch eine Lootbox gewinnen, postet dafür einfach in den Chat rein, Command, Ausrufezeichen, ich glaube, wir B auch jeden Scheiß. Dann bekommt ihr eine solche Lootbox mit Kanalpunkten und könnt noch mehr investieren. Ja, vielen Dank an Matthias für diese coole Abstimmung. Parkpflegedepot. Und wie viele parken hier? Nun, müssen wir warten mal ab. So, und dann, wo können wir noch welche hinsetzen? Da, wo viel los ist. Industriegebiete. Hier vorne eventuell. An der Marcel-Meyer-Allee. Hier ist viel los und viel überfüllt. Oh Gott, die stehen hier im Stau noch und nöcher. Krass. Wo ist noch Platz? Wo, hier wird viel geparkt. Hier ist Platz. Hier können wir machen. Passt sogar ein großer hin. Gucken, ob er angenommen wird. Ich glaube, 460 war das Maximum. Ich kann aber gerade nicht gucken gehen, Matze, weil... Spoiler-Alarm. Ja, da ist der Parkplatz. Mal gucken, hier vorne können wir noch einen hinsetzen. Ja. Wo wäre sonst noch Platz? Da, wo die Autos dick und fett am Straßenrand parken. Hier. Da, wo er eben... Da, wo die Lücke war. Da passt ein kleinerer wenigstens hin. Direkt am Bahnhof. Einmal hier. Und links davon können wir noch ein Haus hinsetzen. Gucken, ob so einer entstehen kann mit einer kleinen Lücke daneben. Gucken, ob das klappt. Ja, scheint angenommen zu werden. Hm, wo sonst noch Parkplätze? Am besten da, wo die dick und fett auf den Bürgersteigen überall stehen. Hier wäre noch Platz. Warum soll man hier lieber da, wo dicke Bebauung ist? Verkehrsstaus ohne Ende. Hier. Ein paar Häuser abreißen. Das können wir machen und hier noch einen dazwischen setzen und hier die in der, im Übergangsbereich entfernen. Hier, da kriegen wir schon einen hingesetzt und hier ist eine dicke Baulücke. Also gleich ist eine Baulücke. Liebe Leute, ihr seht keine Baulücke, gleich seht ihr hier eine Baulücke. Es gibt Bürger, die sind, ich glaube, das ist, die Bürger sehen das auch ein. Ihr Haus muss einer Baulücke weichen. Es muss etwas Dringendes gebaut werden. Es tut mir sehr leid, es musste eine Baulücke entstehen. Nicht beide? Ja, alle weg hier. Da muss eine Baulücke hin. Und ein kleiner passt jetzt hier hin. Top. Ein kleiner mit einer Ecke, in der man rauffährt.
Nein, ein mittlerer Parkplatz ist direkt daneben. Aber der ist auch schon überlastet. Hier. Hier ist, ach, guck mal, wie viele Fahrzeuge hier im Stau stehen. Dann, da fehlt noch ein, der extra Stau durch den Parkplatz. Was ist denn das hier? Ein großer Parkplatz, noch nicht mal vollkommen überladen. Wir gehen bei der Parkgebühr auf 15 runter. Ja, Häuser abreißen, um Parkplätze zu bauen. Deko an, freut mich mit dem Kommentar Puh an. Tiefgarage, ja, aber dafür brauchen wir sehr viel Platz, sehr viel Platz. Das ist der Monsterparkplatz. Ich gehe immer noch nicht gucken. Hier ist auch alles zugeparkt. Hier oben rein. Da können wir hin. An die Straße kreischende Kettenblätter. Ja, ein Haus muss weichen. Alle anderen freuen sich aber und sind glücklich. Mal schauen, wie das in den Industriegebieten ist. Ob da auch viel geparkt wird. Ob die Straßen da auch zugeparkt sind. Selbst hier ist mittlerweile Stau. Aber die Bürgersteige sind kaum zugeparkt. Das ist fast nur LKW hier. Dienstleistungen, Produktion, alles top. Wie dick sind wir im Plus? Immer noch 3 Millionen. Immer noch zu wenig Tiere hier. Weil Leute immer mehr Fleisch fressen. Krass. Und selbst bei den Steinen ein Problem. Ja, der Parkplatz verursacht natürlich einerseits Stau, weil da viele Leute drauf hinfahren und einfahren. Andererseits, vielleicht weil die weniger Parkplätze suchen, könnte es auch Stau auflösen. Vorhersage ist vorbei und die meisten haben gewettet auf 300 bis 416. Sehr optimistisch. Und wir lösen auf um Punkt 23.30 Uhr in 12 Minuten. Ich lasse mal die Zeit schneller laufen. Auf doppelte Spielgeschwindigkeit, damit es nicht nachher heißt, du hättest länger laufen lassen müssen. Wir machen noch etwas mehr Tierzucht. Hier vorne hin zum Beispiel. Haben die genug Arbeitskräfte? Boah, hier schon kaum, hier schon kaum. Hier kann man noch eine Tierzucht hinpacken, oder? Dann müssten wir allerdings eine Stichstraße hier haben. Hier. Das kann man noch ausbauen. Hier kann man sogar Holz holen. Brauchen wir noch Holz? Nein, wir haben einen Überschuss an Holz. Ich traue mich nicht, das abzureißen wegen den Holz- und Waldfans. Das geht eher. Hier können wir hin. Das können wir machen hier. Da können wir hin. Hier noch einmal Tierzucht, bitte.
müssen leider ein paar Bäumchen weg, aber ich mache nicht alle weg. Ich lasse noch so ein bisschen Allee hier übrig. Und einmal abschließen mit einsnappen. Sebi, vielen Dank. Freut mich sehr. Mögen noch viele Abos eventuell folgen und dass du hier eine gute Zeit verbringst. Schaut mal, das ist die Tierzucht, die ich hier angelegt habe. Direkt an der Autobahn. Und das sind glückliche Tiere, freilaufende Tiere. Wollt ihr eine Lärmschutzwand haben für die Tiere? Oder seid ihr der Meinung, was sind das für Tiere? Es sind immer Hühner, die rumlaufen. Aus irgendeinem Grund sind es immer nur Hühner, Hühner, Hühner. Die Straße heißt aus mir rätselhaften Gründen übrigens zur Kinderarbeit. Ich weiß auch nicht, welcher durchgeknallte Streamer es gewagt hat, so einen völlig unsinnigen, gemeinen und furchteinflößenden Namen zu verpassen. Also, das ist schrecklich. Das ist ja... Wie krank muss jemand im Kopf sein, um eine Straße so zu benennen, selbst im Spaß? Ich möchte mich davon öffentlich und ausdrücklich distanzieren hier. Ich war's nicht. Mein Account ist gehackt worden. Wie heißt die Farm hier? Männchen Harry und Herr Linde. Wird Herr Linde mit Doppel-R geschrieben, ne? In den Häusern gäbe es teilweise auch Pferde und Kühe. Gehen wir mal gucken. Schauen, was es hier gibt hier. Was gibt es hier für Tierchen? Das Seelöwen? Nein, das sind Walrösser auch nicht. Es sind Schafe. Ja dann, das ist ja wunderbar. Und was ist hier vorne? Nix. Also der Wuselfaktor ist so erbärmlich gering bei diesem Spiel, obwohl es ein hübsches ist. Hier sind wieder Hühner. So neugierig, wie viele Leute in Parkhäusern sind. Ich gehe ein bisschen runter mit der Spielgeschwindigkeit, damit wir ein bisschen genießen können, wie die Stadt im Winter aussieht. Wisst ihr was? Wir verfolgen mal ein Auto auf seinen Brückenfahrten. Und zwar stadtauswärts. Dann rasen wir am Stau vorbei. Weil im Stau stehen ist doof, aber an einem Stau vorbeifahren gibt vielen etwas missglückteren und schmierigeren Charakteren oft ein angenehmes Gefühl. Mit anderen Worten, euch und mir. Wir rasen jetzt mal an dem Stau hier vorbei. Im Winter. Warum fährt er langsamer? Jetzt hält er an? Das ist ein Taxi. Tag- und Nachtwechsel könnten wir machen. Wollt ihr mal Tag- und Nachtwechsel sehen? Einverstanden? Und? Entweder ist das der Morgengrauen oder... Das ist der Morgengrauen, oder? Hier, wir fahren am Stau vorbei, diese Deppen. Wie kann man nur im Stau stehen? Würde uns doch nie passieren.
12 Uhr mittags, Red Matze, leiders. Hi nun. Wir haben schön viel, viele Wälder gepflanzt. Nochmal danke an Sebi fürs Abo. Wir werden rechts von einer Harley Davidson überholt. Rechts? Unfassbar. 5 Minuten noch, dann wird die Kanalwetter aufgelöst. Mal gucken, ob das automatisierte Parkhaus funktioniert hat. Ein Blick in die Ressourcen. Wir können noch Steine schnell irgendwo hinsetzen. Öl, Dauerproblem. Tiere immer noch. Und er verlässt die Stadt hier. Einmal noch ein Steinbruch irgendwo hin. Wohin? Irgendwo, der gut erreichbar ist. Hier in die Berge rein. Hier ein Steinbruch rein. Wie gut werden die hier versorgt? Wie viele Arbeitsplätze gibt es hier? Ja, alle Angestellte da. Hier ebenfalls. Hier ein Steinbruch rein. Ja? Die kann man überall hinsetzen, aber ich finde es persönlich schicker, wenn der in den Bergen steht. Wow, hier ein Steinbruch rein. Ja? Snappen weiter. Ich lasse gerne so ein bisschen Platz frei, um nachher noch so ein paar einzelne Industriegebäude irgendwie reinzusetzen. Die Wälder stehen. Ich werde weichherzig. Hierauf. Hier lassen wir auch noch ein paar Bäumchen stehen. Weil hübsch. Und snappen und zumachen. 2 Minuten noch, dann ein großes Finale. Das ist mit riesigem Schaufelbagger. Wie heißt das Teil? Hier bauen wir noch eine Industrie rein. Sofern das überhaupt geht, ne? Es geht. Oh Gott, sieht das doof aus. Ist egal. Jetzt ist gemacht. Hier hätte ich auch noch Platz freigelassen. Und eventuell auch gegenüber. Hier vorne kommen wir auch noch.
das ist zu klein. Hallo Tepe, ob die Performance-Probleme behoben worden sind? Nein, die sind nur nicht mehr ganz so schlimm. So, jetzt gucken wir mal nach, was im Parkhaus, wie viele Leute da sind. Vorher müssen wir noch einen Namen vergeben hier. Geben wir immer den großen Betrieben extra Namen. Das ist der Steinschlag Dennis hier vorne. Und Straße heißt Schmidtstraße. Ja, kann man machen, kann man auch hübscher machen. Das ist die Abraham Ahmed Allee. So, und nun. Warum Abraham Ahmed? Weil ich mir so wünschen würde, dass man sich jenseits von irgendwelchen mutmaßlichen religiösen Zusammenhängen nicht die Schädel einschlägt. So, und wir gucken uns mal an, was unser Parkhaus geschafft hat. Wie viele Leute dort leben. In ihren Autos, weil sie nicht mehr rausgelassen werden, weil wir die Parkgebühren beim Rausfahren erheben. Nicht beim Einlass und weil ich die gleich nochmal deftig erhöhen werde. Deshalb leben und nicht parken. Ja? Das ist das Monsterparkhaus. Meine Damen und Herren, Quacki, lieben Dank fürs Abo fürs Vierte. Der große Moment der Auflösen. Das ist unfassbar teure Parkhaus. Das 130.000 Credits an Unterhalt unsere Stadtkasse kostet Monat für Monat. Weil ja die Parkgebühren auf 15 von maximal 40 Credits pro Auto eingestellt worden sind. Halbe Stunde gespielt, 25 Minuten. Wie viele Parkfahrzeuge sind drin? 3, 2, 1 und Mama. 70. 70 Fahrzeuge in dieser Geldruine, die ich mir gegönnt habe, weil ihr mich dazu aufgefordert habt. 70 Fahrzeuge parken hier in einem Parkhaus, das ein Protz- und Prunkgebäude ist in unserer Stadtkasse mit 130.000 Ocken Monat für Monat belastet. Vielen Dank an alle, die mich in diesen Schuldenturm reingerissen haben. Kann das Teil umbenennen. Ja. Automatisierter Schuldenparkturm. Turm hier. So heißt das Teil. Echt. Wenn es so weitergeht, brauche ich einen Insolvenzberater. Vielen Dank an euch, dass ihr mich da reingepackt habt. Kanal wird aufgelöst. Glückwunsch an alle Gewinner, angeführt von Zwiebler, glaube ich, ne?